Hallo zusammen. Mein Musikantenfreund Thomas Lengersdorf hat auf seiner Facebook-Seite wieder unsere wöchentliche Hausaufgabe eingestellt, wie immer mit der liebenswürdigen Anrede an die Freunde des gepflegten Tastenspiels. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die aktuelle Aufgabe von Thomas ist der Song Chicago, ein Jazz-Standard von Fred Fischer. Übrigens, der richtige Name von Fred Fischer ist Alfred Reichenbach, geboren in Köln am Rhein. Der Song wurde 1922 veröffentlicht und von vielen Künstlern interpretiert. Eine der bekanntesten Versionen stammt von Frank Sinatra. Thomas Lengersdorf nutzt mit seinem Genus ja mit Begeisterung die Akkorderkennung AI Fingert. Eine sehr intelligente Akkorderkennung, mit der sich fantastische Harmonien spielen lassen. Eine nahezu ähnliche, eine vergleichbare Akkorderkennung bieten auch die Korg Keyboards. Korg nennt diese Akkorderkennung Advanced. Die Einstellung erfolgt im Globalmodus. Bei dem PA5X ist das die Taste Settings. Im Menü wählen wir Präferenz und hier die Seite Style. Hier können wir die unterschiedlichen Akkorderkennungen wählen und wir finden auch Advanced. Ich empfehle euch auch einmal einen Blick auf den AI Fingert Tutor zu werfen. Auf dieser Webseite findet ihr für jeden Akkord die richtige AI Fingert Griffweise. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich nutze in meinem Demo allerdings die Akkorderkennung Fingert on Bass, so nennt sich das bei Yamaha, und bei Korg heißt das Fingert 3 Notes. Nur mit dieser Methode kann ich mit der linken Hand Einwürfe spielen. Und nun mein Demo von Chicago. Ich hoffe, Thomas Lengersdorf ist zufrieden und es gibt keinen Eintrag im Klassenbuch.